wenn wir immer über Highlights sprechen, Sven, hast du auch ein Negativerlebnis, was du zum Besten geben möchtest von dieser Saison? Oha. Sicherlich. Mir fällt jetzt erstmal so spontan keins ein. Es gibt sicherlich einige Spiele, die es verdient hätten, dort genannt zu werden. Aber ich könnte mich da jetzt nicht entscheiden, was da jetzt auf Platz 1 wäre oder so. Wüsste ich jetzt so auf Anhieb nicht. Ich gehe mal davon aus, dass kein Spiel meiner Mannschaft mit dabei gewesen wäre. Schon gar nicht das vor 2 Wochen hier in dieser Halle, in der Kästnerhalle gegen Stralsund. Für mich gehört das absolut nicht mit dazu. Hier gut die Lücke erkannt, weil hier auch nicht es funktioniert hat, dass die Leute ihren Gegenspieler komplett gedeckt haben. Dadurch eben halt die Nummer 13 von Hagenow frei gewesen. Und hier nachgreifen bzw. Abwehr durch den Kreis. Und erneut 7 Meter für den SV Post Telekom. Und die Nummer 3, zweite 7 Meter, den er verwirft. Und hier hat er aber nicht die Möglichkeit zum Nachwurf. Vielleicht hätten wir dieses Gespräch Ende letzten Jahres machen sollen, um einen Jahresrückblick zu machen. Aber ich frage dich einfach trotzdem zu Beginn des Jahres, lieber Sven, Spieler der Saison, Spielerinnen der Saison, bisher für dich, egal welche Sportart. Egal welche Sportart. Darf ich doch noch 5 Minuten drüber nachdenken? Ich gebe dir diese Auszeit hier von Hagenow. Dann erwarte ich eine Antwort. Und glaube mir, ich fordere sie ein und frage drastisch nach. Ich denke mal, dass der Trainer hier von Hagenow nochmal auf seine Mannschaft eingehen wird. Hinten in der Abwehr entstehen momentan zu große Lücken, Umkehrverhalten ist nicht richtig. Man muss natürlich ein bisschen Beinarbeit mehr leisten, wenn ein so offensives Deckungssystem gespielt werden muss, die Gegner laufbereit ist. Ich denke, das würde ihnen jetzt nochmal alles auf den Weg geben. Vorne im Angriff müssen sie auch sich mehr bewegen, mehr ohne Ball vor allem, das ist ganz wichtig, nicht immer nur der Ballführende, wenn sie eben halt hier noch den einen oder anderen Treffer landen wollen. Jetzt werden noch 13 Sekunden, dann erwarte ich eine Antwort, ohne dich jetzt unter Druck setzen zu wollen. Und denk an die Jugendmannschaften. So, 13 Sekunden sind vorbei, Sven. Tja, es gibt sicherlich sehr viele Spielerinnen, die diese Ehre der besten Spielerin aus meiner Sicht verdient hätten. Wenn ich mich jetzt wirklich festlegen würde, würde ich mich sicherlich auf den Handballbereich erstmal konzentrieren, weil wir dort am meisten Arbeit geleistet haben von uns aus. Und dann würde ich sicherlich die Entwicklung von Jennifer Kriegsmann erstmal sehen. Von einer B-Jugendspielerin zur Frauen ist für mich erstmal beeindruckend genug. Okay. Oh. Wembley lässt grüßen. Und letztes Jahr in Südafrika gab es auch so ein ähnliches Tor für die Engländer, was keins war. Genannt die Rache von Wembley. Was wäre passiert, wenn das Tor damals von Frank Lampard gezählt hätte? Wir wissen es alle nicht. Selbst Krake Paul hätte das nicht mitentscheiden können. Ja, Jenny Kriegsmann, sicherlich, du hast es gesagt, die Saison eine große Entwicklung genommen als Führungsspielerin in der B-Jugend. Und immer wieder vor neue Aufgaben gestellt, auch im Frauenbereich. Wenn wir das Spiel letzte Woche gegen Frankfurt nehmen, ganz ungewohnte Position am Kreis hat sie sich wieder gefunden. Aber ich glaube, in dem Bereich ist sie froh, dass sie überhaupt spielt und dann eben halt, egal wo der Trainer sie hinstellt.
Sven, beschränken wir uns nicht nur auf den Sport, den du begleitest. Wer ist denn so dein Favorit im gesamten Sport? Außerhalb von Sport 1, von Eurosport. Wen siehst du da vorne? Oha. Ich denke mal, dass ich, da ich auch ein bisschen Formel 1 gucke, Sebastian Vettel fand ich dieses Jahr als sportlich für mich interessantesten. Das stimmt, der Junge wusste zu begeistern. Und an Spannung war das, glaube ich, auch nicht zu überbieten. Viel Emotion. Ich glaube, zum Schluss die Tränen, als er gesagt bekommen hat, dass er Weltmeister ist, die haben ihn, glaube ich, sehr menschlich erscheinen lassen. Und auch das war menschlich. Dieses Tor vom Kreis 27:13. Noch 5 Minuten. Dann ist es schon wieder vorbei zwischen uns, Sven. Ich hoffe, es gibt ein Wiedersehen. Tor durch unseren Torhüter, der in der Halbzeit mal gewechselt hat. Nummer 11 von Hagenow. Regelkunde, was war das? Ich habe gerade nicht zugeguckt, Entschuldigung. Schade, ich dachte wenigstens du hast es gesehen. Schritte. Tor Nummer 15 durch die Nummer 15. Jetzt passt der Vergleich. Welche Erwartungen hast du denn noch an die Spiele, die ihr begleiten werdet? Dass sie auf jeden Fall spannend sind, denn das ist doch immer interessant und ein spannendes Spiel, als wenn es ein einseitig ausgelöstes Spiel ist. Also wenn eine Mannschaft zu stark ist, das ist sicherlich für den Zuschauer auch uninteressant. Da würden mich spannende Spiele sicherlich mehr interessieren. Welche sportlichen Ergebnisse erwartest du? Erstmal würde ich mir natürlich wünschen, dass Grün-Weiß in die dritte Liga aufsteigt. Aber ist, denke ich mal, mittlerweile sehr schwer geworden. Von daher sicherlich würde ich den Heimmannschaften hier in Schwerin natürlich immer den Sieg ganz gerne wünschen. Eine weitere Sportart, die ihr begleitet und für mich noch nicht so durchschaubar ist Faustball. Hast du das Prinzip dieses Sports verstanden? Also wir haben uns kurz die Regeln erklären lassen. Ich konnte gewisse Übereinstimmigkeiten mit Volleyball entdecken, obwohl dort der Ball noch einmal aufprallen darf. Aber ansonsten sicherlich komplett die Regeln sind mir da noch im Verborgenen geblieben. Es wird auf dem Handballfeld gespielt. Oh, eine Mischung zwischen Handball und Volleyball. Hervorragend. Aber ich glaube hier, Sven, zweite Liga, oder? Erste Liga. Also nicht ganz unwichtig, dass ihr diesen Sport auch für Schwerin weiter begleitet. Wird kaum wahrgenommen, dass wir hier einen weiteren Erstligisten haben. Schade eigentlich, denn ich denke auch, diese Sportler haben Aufmerksamkeit verdient und sorgen dafür, dass Schwerin eine Sportstadt ist. Aber soll ich dir mal was erzählen, Sven? Kennen sogar zwei Junioren-Nationalspielerinnen früher. Simone Fröhlich ist auf jeden Fall die eine. Die hat früher auch Faustball hier gespielt. Ist es nicht toll, was ich so weiß? Ich bin total begeistert, Steffen. Ging mit ihr in eine Schule, auf eine Schule. Zweimal. Und wir gehen in die letzte Spielminute. Beim Stand von 29:16 zwischen dem SV Post Telekom Schwerin
dritte D-Jugend gegen den ESV Hagenow. Sven, ich glaube, darf mich hier schon mal bedanken bei dir, dass wir die Rollen tauschen durften. Du, der Experte des Schweriner Sports. Ich glaube auch ein Dankeschön aller Zuschauer für euer Engagement, diesen Sport auch zu begleiten. Und ich freue mich und hoffe auf ein baldiges Wiedersehen und hoffe auch, dass diese Parallele zum anderen Spiel, was wir vor knapp 3-4 Monaten gemacht haben, es keine Parallele geben wird, dass ich dieses Spiel gegen Bützogisto verlieren werde. Das würde ich dir auf jeden Fall wünschen. Vielen Dank, liebe Zuschauer. Das Spiel endet hier zwischen Post Schwerin und ESV Hagenow 29-16.